Das Leben ist Leiden, Christian. Das sagt der Buddhismus. Das ist eine der Grundwahrheiten des Buddhismus. Nein, ist es nicht. Guten Morgen. Häufig in Diskussionen wird eben genau das gesagt. Das Leben ist Leiden. Und daraufhin werden dann Ableitungen getroffen, die dann meist dazu führen, dass das Leben gar nicht so toll ist und dass man da irgendwie durch muss. Und das ist überhaupt nicht Sinn des Buddhismus und das sagt der Buddhismus auch nicht und das ist auch nicht in irgendeiner Weise sinnvoll herleitbar. Vor 2500 Jahren ist ja der Buddhismus gegründet worden. Da gab es so ein kleines Kerlchen in Indien und der hat sozusagen damit angefangen mit dem ganzen Scheiß und jetzt gibt es den Buddhismus. Und jetzt kann jeder Buddha werden. Und da gibt es halt so verschiedene Grundsachen. Wie bei jeder Religion gibt es gewisse Grundwahrheiten. Und die eine Grundwahrheit soll eben sein, das Leben ist Leiden. So. Woher kommt denn erstmal diese Übersetzung? Das ist erstmal aus dem Sanskrit, das ist also alte indische Sprache. Und da ist das Wort die Grundlage, woraus das abgeleitet wird, Dukkha. So. Dukkha, wenn man das versucht, wortwörtlich zu übersetzen, was nicht funktioniert, aber wenn man das sinngemäß im Kontext dessen, wo dieses Wort aufgetaucht ist, zu übersetzen versucht, bedeutet das nicht, das Leben ist Leiden, sondern es bedeutet, es ist ein Wagen, dessen Achse beschädigt ist. Das ist das, was es bedeutet. Und wie kommen wir nun zum Leben des Leiden? Wie ist das entstanden? Und warum ist das nicht korrekt? Fangen wir einfach damit an, was korrekt ist. Was ich als korrekt empfinde. Analog meiner Erfahrung und analog auch dessen, was Sinn macht. Im Kontext des Buddhismus. Weil der Buddhismus ist keine negative oder pessimistische Religion. Der Wagen oder die Achse des Wagens ist beschädigt. Was könnte das denn sein? Worauf könnte das denn hinweisen? Und das könnte darauf hinweisen, dass der Weg des Lebens, den wir gehen oder den wir fahren mit einem Wagen, dass da die Achse beschädigt ist, dass da holprig ist. Wir fahren natürlich trotzdem, auch mit beschädigter Achse kann man noch fahren. Ja? Man kann aber die Achse auch versuchen zu reparieren. Man kann eine glattere Straße wählen, wo es einfacher uns fällt, da drüber zu fahren. Man kann durch eine holprige Straße nehmen, wo die Achse dann komplett bricht. Das ist auch möglich. Ja. Wenn wir das als Lebensweg bezeichnen, wo wir mit diesem Wagen mit der beschädigten Achse fahren, bedeutet das, dass es nicht immer glatt geht, dass nicht immer alles gut läuft im Leben, dass Probleme auf uns zukommen, dass Herausforderungen an uns gestellt werden. Ja. Das macht Sinn. Das ist auch so. Jeder von uns ist mit Herausforderungen konfrontiert. Selbst damals, der erste Buddha, hatte die Herausforderung, dass er in Reichtum aufgewachsen ist und dann realisiert hat, dass er unglücklich ist. Und dass er, ja, dass dieser Reichtum eben auch mit negativen Dingen assoziiert ist. Und ja, so hat halt jeder seine Herausforderungen im Leben. Und den müssen wir uns stellen. Und dann Dukkha, also dieses Wort, diese beschädigte Achse, das wird dann halt eben interpretiert. So, das hat man dann interpretiert, erstmal grob, sehr weit, als, ja, als Schmerz, als Leiden, als all die Dinge, die damals auch aus dem Kontext Sinn gemacht haben, mit dieser beschädigten Achse des Wagens. Ne? Das ist halt Herausforderungen sind, dass Hindernisse sind, dass das Unwägbarkeiten sind, denen man sich stellen muss. So. Und das ist sehr, sehr viel. Dukkha bedeutet nicht leiden. Dukkha bedeutet nicht leiden. Das könnt ihr jedem sagen, der euch mit dieser Argumentation kommt. Das sind im Dualismus gesprochen alle diese negativen Dinge, die sozusagen auf uns einprasseln. Dementsprechend hat sich dann auch das entsprechende äquivalent, aber der Gegenpol gebildet, das ist Sukha, so, das ist alles das Vergnügen, das Positive in unserem Leben. Und der Buddhismus, und das ist dann natürlich wieder korrekt, versucht halt Dukkha, Sukha, also alles Negative und das Positive im Leben, versucht das möglichst
ja, so einzuordnen als ja, das passiert und du solltest versuchen, gleichmütig mit dieser Sache umzugehen. Nicht gleichgültig, also du solltest nicht deine Gefühle ignorieren, die da sind als Mensch, sondern du solltest halt das Leid annehmen und du solltest die Freude annehmen. Und das macht auch wieder Sinn und da gehe ich auch konform damit. Wir sind Menschen, wir leiden. Zumindest wenn es Leid der ersten Ebene ist. Mein Video zu den zweiten des Leids findet ihr oben. Und ja, dann ist es nur okay zu leiden. Aber dann sollte man auch leiden. Und nicht sagen, nein, ich bin Buddha, ich spüre kein Leid. Ja. Wenn man sich freut, dann ist es halt so, dass man da auch nicht ekstatisch da irgendwie, boah, geil, boah, super, alles perfekt so, sondern dass man sagt, schön. Ja. Ich habe 1 Million im Lotto gewonnen. Nice. Also, darum geht es im Buddhismus. Und entsprechend ist diese Grundwahrheit, das Leben ist Leiden, ja, so zu verstehen, dass das Leben Herausforderungen bietet und immer wieder Herausforderungen bietet. Denn selbst wenn wir in unserem normalen Geist, wenn wir nicht im Buddha-Geist sind, sondern wenn wir ganz normal in unserem Geist sind, dann ist es so, wenn wir eine Herausforderung überwunden haben und wir es geschafft haben, ein Ziel erreicht haben oder eine Unwägbarkeit quasi umgangen sind, kommt die nächste. Und das scheint irgendwie in uns verankert zu sein, dass wir immer unzufrieden sind. Und das trifft den Kern der Sache besser. Das heißt, die erste Grundwahrheit des Buddhismus sollte nicht lauten oder lautet auch nicht, meiner Überzeugung nach, das Leben ist Leiden, sondern, da gehe ich konform mit auch vielen buddhistischen Meistern, die das ebenso sehen. Die erste Wahrheit sollte lauten, wir sind ständig unzufrieden, aber wir wissen nicht warum. Und das ist diese blöde Situation, in der wir uns Menschen uns bewegen. Und das ist auch das, was der Buddhismus sozusagen festgestellt hat. Ja. Das Leben ist aber nicht Leiden. Das ist nicht damit gemeint. Wir müssen nicht leiden, um guter Buddhist zu sein. Oder wir müssen auch nicht sozusagen das Leben als Leiden begreifen. Ja, wir müssen leiden, um guter Buddhist zu sein, aber leiden im Sinne von gleichmütig leiden. Wir leiden, weil wir leiden. So, wir freuen uns, weil wir uns freuen. Aber das Leben ist nicht Leiden. Also das ist wirklich wichtig zu begreifen, um auch die tiefere Essenz vom Buddhismus zu begreifen. Weil sehr, sehr viele Religionen, unter anderem auch der Buddhismus, die geben eine gute Richtung vor. Aber sie verfilzen sich und verschrimmeln sich in solchen kleinen Dingen und wird so viel abgeleitet und an Dogmen gebildet, wo ich einfach sage, hey Leute, ne? Religionen können immer nur ein Hinweis darauf sein, weil sie aus dem Denken entspringen. Weil sie auch in Schriften festgehalten sind, Worte gleich denken. Es könnte immer nur ein Hinweis auf die Wahrheit sein, auf die Grundessenz, auf die, ja, auf die Liebe, auf die Energie des Universums, auf den War Spirit. Ja, aber das verstehen die meisten nicht. Die meisten streiten dann. Und bei Religion lässt sich wunderbar streiten. Deswegen, also das Leben ist kein Leiden. Ne? Das Leben ist voller Herausforderungen, denen man sich stellt. Das Leben ist auch voller schöner Dinge, das Leben ist halt, wie es Leben ist und alles ist gut, ohne dass es nicht schlecht gibt. Das wollte ich halt mal gesagt haben. Also wenn das nächste Mal mit den Buddhisten oder angehenden Buddhisten diskutiert und er erklärt euch, dass das Leben Leiden ist, verlinkt ihr in meinem Video. Bis morgen.